Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Auch diese Woche reden wir wieder über juristisch angehauchte Literatur, würde ich es diese Woche mal nennen. Zum Glück bin ich auch dieses Mal wieder nicht in der Lage. Schließlich brauchen wir ja einen Juristen. Deswegen begrüße ich hier auf das allerherzlichste meinen lieben Kollegen. Hallo Michael, wie geht es dir? Ja, danke, deine Nachfrage. Hallo Marc, ich hoffe, dir geht es auch gut. Äh, heute gut. sprechen wir mal halb-halb sozusagen, halb technisch, halb juristisch. Ähm, bevor wir uns anschauen, welches Buch es genau geht, äh, kurzer Disclaimer natürlich vorweg, wir haben ein Rezensionsexemplar bekommen mal wieder, ähm, haben keine Einflussnahme vom Verlag, von Autoren, von wem auch immer, ähm, keine Rabattcodes, keine Gewinnspiele, ihr kennt das Ganze, äh, reine Informationen. Genau, und dann schalte ich auch direkt mal hier auf meinen Bildschirm um und dann reden wir mal oder stellen wir mal ganz kurz so die technischen Daten dieses Buches vor. Das Buch heißt Beauftragte für, für IT-Sicherheit und Informationssicherheit. Ähm, Autoren und in dem Fall auch nicht die Herausgeber, sondern wirklich die Autoren sind Florian Deutsch und Tobias Eggendorfer. Äh, Habe ich richtig gesagt, dass es die Autoren sind, nicht die Herausgeber, ne? Ja. Steht so, sowohl Herausgeber als auch Autor. Ja, okay. ja. ähm, wir haben hier dieses Buch ähm, veröffentlicht. Ähm, man kann es im RW Shop beziehen. Und es ist im RW-Verlag erschienen in der Reihe Kommunikation und Recht. Ähm, es kostet 69 Euro als gedrucktes Buch. Man kann es auch als reines E-Book kaufen, dann kostet es 58,99 Euro, also wenigstens mal knapp 10 Euro günstiger in der E-Book-Variante als in der gedruckten Buch-Variante. Aber auch hier, ich weiß, ich gehe den Verlagen damit auf den Keks, es gibt kein Bundle, sodass man sagen würde, okay, das gedruckte Buch kostet 69 Euro und für... 79, 89 Euro gibt es das gedruckte Buch und das E-Book e gemeinsam. Das finde ich ja immer oder finde ich ja immer sehr, sehr charmant. In den bei den IT-Büchern ist das mittlerweile eigentlich üblich. Hier bei den juristischen Verlagen ist es nach wie vor eher absolut unüblich. Ich finde das sehr schade, ich prangere das an. Das Buch ist äh, broschiert, es hat keinen festen Einband, es hat 330 Seiten und ist so pi mal Daumen in diesem klassischen A5 Format, wie man halt eben solche broschürten Bücher eben so hat. Es ist genau. die, ich mal die Kamera unterhalten. Ja, danke, genau. Es ist die Erstauflage, es ist 2024. Und ähm, normalerweise frage ich ja immer den Michael, wer die Zielgruppe ist, aber hier steht es sogar, wer die Zielgruppe ist und dann können wir ja nachher mal den Michael fragen, ob er glaubt, ob das auch zutreffend ist. Nämlich hier steht dann wirklich geschrieben, Verantwortliche, die IT- und Informationssicherheitbeauftragte bestellen an die Beauftragten selbst und jeden, der in einer Organisation strukturiert und strategisch für IT-Sicherheit sorgen möchte. Behörden und Unternehmen. Aber bevor wir diese Frage beantworten, muss ich mir jetzt aufschreiben, dass ich dir die Frage am Schluss nochmal stelle, <laughs> ob das wirklich die Zielgruppe ist. Was kannst du mal so ganz allgemein über dieses Buch sagen? Also zum einen muss ich noch ähm, aus der Rubrik Ehre wem Ehre gebührt nachsteuern, dass die beiden Autoren Sogar Doktoren sind jeweils. Den Doktor haben wir vergessen dazu zu nennen. Und äh, der Herr Eggendorf war so Herr Eggendorf war sogar Professor Doktor. Also das ist dann nur der Vollständigkeit halber. Ja, Ehre wem Ehre gebührt. Ähm, und ähm, man merkt, dass eben der eine aus dem Rechtsbereich, der andere aus dem eher technischen Bereich kommt, aus der Informationssicherheit. Ähm, so ist das Buch nämlich aufgeteilt. Und das macht auch wirklich ja, äh, Sinn bei dieser Thematik. Weil natürlich... Ähnlich wie im Datenschutz, die, der, 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 der Punkt IT-Sicherheit, Informationssicherheit noch viel stärker geprägt ist. Einerseits eben schwerpunktmäßig durch die Technik und andererseits natürlich durch die rechtlichen Vorgaben, die wir wirklich in einer Vielzahl inzwischen haben, in Zukunft auch noch weitere haben werden. Stichworten ist zwei und so weiter. Ähm, dass man einfach an dem Juristischen nicht mehr vorbeikommt. Ja, die Situation ist einfach eine andere als vor 10, 20 Jahren. Das muss man einfach so sagen. Ähm, das macht das Buch auf der einen Seite so gut und so wertvoll, denn ähm, ich kenne, ich persönlich kenne kein anderes Werk, was zum einen das Basiswissen in dieser, in diesem Bereich vermittelt, sowohl im ersten Teil sozusagen technisch, im zweiten Teil dann eher juristisch, ähm, und zum anderen sich speziell eben mit den Aufgaben für diese IT-Sicherheitsbeauftragten befasst in der Art und Weise. Es mag noch andere geben, ich will jetzt niemandem Unrecht tun, aber mir ist kein anderes Werk in der äh, Art und Weise bekannt. Deswegen finde ich, sticht es heraus für diese über 300 Seiten, die es hat, mit 69 Euro, auch ein super Preis- Leistungsverhältnis. Es ist gut geschrieben, kann ich schon mal sagen. Das Schriftbild ist auch so, dass man jetzt nicht 300 Seiten Fließtext hat, sondern ganz viele Checklisten dabei. Man hat das eine oder andere Muster sogar im Anhang noch dabei. Äh, man hat ganz viele, ja, Praxishinweise sozusagen. Man hat noch Zusammenfassungen ähm, und Fazits, die da gezogen werden. Also es macht es sehr angenehm zu lesen. Und das Buch will ähm, nach eigenem Bekunden so ein bisschen einen Spagat schaffen zwischen Einführung in die Thematik, also etwas durchaus, was du von vorne bis hinten durchliest, ähm, auf der anderen Seite aber auch ein Nachschlagewerk. So nach dem Motto, wenn du schon die Kenntnisse hast und nach einem Jahr nochmal nachgucken willst, ah, wie war das nochmal mit der Firewall, dann kann man da auch bei den einzelnen Kapiteln dann nochmal entsprechend nachschlagen. Das funktioniert ganz gut, muss ich sagen, aber da kommt auch schon mein erster kleiner, leiser Kritikpunkt. Ähm, während hier die die, die Schwerpunkte, die inhaltlichen Schwerpunkte allein so vom Umfang her auf den, auf der Erklärung der Grundlagen gelegt sind, was ja eigentlich auch gut ist. Ähm Kommen am Ende, es gibt nämlich ein eigenes Kapitel To Do's sozusagen. Also, was mache ich denn jetzt mit meinem Praxis, äh, mit meinem Theoriewissen? Wie setze ich es denn in die Praxis um, wenn ich so ein IT-Sicherheitsbeauftragter bin? Ähm, die kommen mir noch ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt. Also, das, mhm. das Verhältnis könnte man noch ein bisschen anders gestalten, noch ein bisschen praxisorientierter. Ich glaube aber, ähm, dass das nicht. Die letzte Auflage dieses Buches sein wird. Denn äh, allein vom, wie gesagt, vom preis verhältnis finde ich es klasse und mich würde es sehr, sehr wundern, wenn das nicht zumindest so viel verkauft würde, dass man dann irgendwann eine zweite Auflage angeht, zumal sich ja auch rechtlich gesehen ein bisschen was tut in nächster Zeit. Und ja. ähm, ne, hier sind natürlich auch schon bestimmte Dinge drin, wie Dora etc. im, im Finanzbereich. Natürlich gibt es hier schon ein paar Dinge angesprochen, aber. Manche Dinge, die uns jetzt rechtlich quasi ins Haus stehen, die klären sich ja erst noch, die gibt es noch nicht final. Insofern wäre es nicht nur wünschenswert, sondern auch sinnvoll, dann irgendwann mal in ein, zwei, drei Jahren vielleicht dann die zweite Auflage anzugehen. Fände ich sehr gut, weil insgesamt finde ich es gelungen, das Werk, muss ich sagen. Selbst mir als, als ähm, primär juristisch ausgebildeten Menschen fällt es leicht, ähm, die, die technischen Dinge hier zu lesen und zu verstehen. Es ist nicht so, dass man nach zwei Sätzen abschaltet und sagt, boah, kann man das noch schlechter erklären? Nein, im Gegenteil, es ist ähm, gut äh, verdaulich erklärt, beschrieben. Natürlich muss man ein gewisses Verständnis oder zumindest mal keine Abneigung gegen technische Dinge und auch gegen juristische Dinge haben. Das ist ja völlig klar. Das ist wie im Datenschutz auch. Aber ähm, dann mit, mit die, die, diesen diese Dingen vorausgesetzt kommt man hier relativ gut rein und man hat dieses schöne Nachschlagewerk und dieses Erklärbärbuch, sage ich mal. Ja. Und das, ähm, insofern sowohl gut für die Einsteiger, die also erstmal wirklich das theoretische Wissen aufbauen wollen, als auch für die Leute, die schon was länger dabei sind, die einfach mal zwischendurch nachschlagen wollen, wenn sie irgendwo bei ein bisschen unsicher sind. Mhm. Ja, ich habe jetzt natürlich nur ins Inhaltsverzeichnis hier reingeschaut und mir sind zwei Gedanken mehr oder weniger sofort in den Kopf gesprungen. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht li liege ich damit auch total falsch. Das erste, du hast, wir haben wir, ich hatte es ja am Anfang unterschlagen und du hast es dankenswerterweise noch ergänzt. Ja, die sind beide promoviert, haben beide einen Doktortitel und der eine ist auch Professor. Mir kommt das Buch relativ wissenschaftlich geschrieben vor. Also, zumindest ist, wenn man sich anschaut, wie die Nummerierung der Kapitel hier stattgefunden hat. Also es gibt hier ein Kapitel 2.7.2.2.7.2. Also sechs Untergliederungsebenen. In Doktorarbeiten, in wissenschaftlichen Arbeiten ist das nicht unüblich. Ganz im Gegenteil. In IT-Fachliteratur ist das absolut unüblich. Ich persönlich habe noch mit keinem IT-Fachverlag gearbeitet, der mir mehr als drei Gliederungsebenen erlaubt hat. Ja, also das schon mal die eine Sache. Und dann, wenn man sich natürlich anguckt, was auf diesen einzelnen Gliederungsebenen zu finden ist dann wird, glaube ich, auch klar, dass viele von diesen Begrifflichkeiten nur angerissen werden können. Und das ist kein Vorwurf an das Buch. Das Buch hat ja nur 300 Seiten und es kann ja nicht 300 Seiten über das Thema Firewalls machen. Ja, aber oh, da sind durchaus Themen, wo ich dann auf einmal festgestellt habe, ui, da hat sich aber jemand was vorgenommen, diese sieben Themen auf einer einzigen Seite zu erklären. Ja, also wenn ich jetzt hier irgendwie mal so gucke, was ich das mit den Sicherheitslücken? Ja, äh, ähm, Sicherheitslücken auf ne, hier, ne, Maßnahmen zur Verfügbarkeit, Stromversorgung, Internetversorgung, zwei Seiten. Schwachstellen und Angriffe, genau das war es, was ich vorhin gesagt habe: Schwachstellen und Angriffe, Ursache von Schwachstellen, typische Schwachstellen in Webanwendungen, HTML-Injections. Also diese drei Themen sind quasi auf einer kompletten Seite verarbeitet. Dann muss jedem klar sein, realistisch gesehen weiß ich schon einigermaßen, was das ist und komm noch mal so ein bisschen rein in das Thema oder krieg jetzt noch mal eine Erinnerung, ah, habe ich schon mal was von gehört, ah ja, stimmt, das war es. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema HTML Injection für jemand, der noch nicht weiß, was das ist, auf dieser Drittelseite, mehr bleibt ja jetzt nicht mehr übrig für dieses Thema, quasi abschließend erklärt ist. Ähm, aber ja. Vielleicht tue ich ja. den Autoren ja auch Unrecht und sie haben quasi diese Gabe, ein komplexes Thema so kurz zu fassen, dass es auf eine Drittelseite passt. Also, das ist schon, ist, du hast schon nicht ganz Unrecht. Natürlich könnte man das an der einen oder anderen Stelle wesentlich tiefer machen und ein bisschen weiter ausholen. Ähm, es ist schon gut erklärt, das haben die beiden Autoren schon raus, auch durchaus komplexe und technische Dinge ähm, und auch juristische Dinge leichter verständlich darzustellen. Ich will es mal so formulieren. Es schadet aber natürlich nicht, wenn man weiß, was jetzt eine HTML-Seite ist oder wofür mhm. HTML steht. Also wenn du noch nie irgendwas von der Technik gehört hast und mhm. komplett neu im Thema bist, dann wird es dir möglicherweise wirklich schwerfallen. Dann brauchst du vielleicht vorher ein anderes Werk, das dich erstmal in die einfachen technischen Dinge einführt. Ähm, aber ein gewisses technisches Verständnis und ähm, vielleicht auch ein 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 wirklich Interesse für diese Geschichten dann mal vorausgesetzt mhm. ähm, zieht dich das ganz gut in das Thema rein und ähm Versorg dich mit den notwendigsten Infos. Klar mhm. wirst du danach jetzt nicht äh, Diplom-Informatiker und kannst mhm. selber HTML-Injections durchführen, das nicht. Das will das Buch aber auch gar nicht. Sondern mhm. das soll ja, ne, das soll dir ja ein Grundverständnis für für deine Aufgabe als Anti-Sicherheitsbeauftragter vermitteln, damit du im Falle des Falles zusammen mit mit einem Spezialisten aus der IT dann bestimmte Dinge eben regeln kannst. Du musst mhm. es ja nicht selber programmieren, sondern du musst ja nur sagen und das Ganze bewerten. Ne? das schafft es schon ganz gut. Und noch eine Anmerkung zu dem Inhaltsverzeichnis. Ich glaube, das ist jetzt aber nur meine Meinung äh, und meine Vermutung. Ich glaube, dass das Inhaltsverzeichnis auch deswegen so in dieser Detailtiefe gewählt ist, ähm, weil man sich so sozusagen das Indexverzeichnis sparen konnte. Hm. Ähm, das hat es nämlich nicht. Ähm, so mit diesem detaillierten Inhaltsverzeichnis hast du aber ja wirklich auf einem Blick die einzelnen Unterpunkte die besprochen werden und du hast recht natürlich kann ich jetzt nicht irgendwie das Thema Firewall auf einer Seite erklären oder auf einer halben mhm. das funktioniert natürlich nicht aber anhand dieses detaillierten verzeichnisses finde ich mich da sehr gut zurecht und das unterstreicht quasi das, das den Charakter des, Nachhalte, des des Nachschlagewerkes auch wenn ich eben mir jetzt am Ende das das äh, Indexverzeichnis so ein bisschen mm. äh, das Stichwortverzeichnis gespart habe ähm, es gibt ein, ein kleines Verzeichnis mit mit weiterführender Literatur es gibt auch ein paar Fußnoten aber im Kern ist es schon anders als eine, eine typische Doktorarbeit etc mm. die du eben angesprochen hast mm. das schon also es ist schon deutlich praxisgerechter geschrieben mm. Okay, aber von der. Okay, äh, ja, jetzt ähm, ähm, Michael und ich, wir haben ja beide schon Fachliteratur geschrieben. Michael deutlich mehr als ich und er schreibt ja auch noch noch weitergehend Fachliteratur. Und solltet ihr da draußen Buchautoren kennen, dann könnt ihr ja mal die Buchautoren fragen, wie viel Spaß es ihnen macht, das Stichwortverzeichnis <laughs> zu erstellen. <laughs> ähm, Null. <laughs> Von daher sei es den Autoren verziehen, obwohl es natürlich eine enorme Dienstleistung für den Leser ist. Das muss man natürlich immer dazu sagen. Für den Leser ist es eigentlich toll, ein Stichwortverzeichnis zu haben. Aber bei 300 Seiten, denke ich, wird man auch so noch das Ganze finden. Aber ich habe es ja vorhin gesagt, wir gehen jetzt nochmal zurück in unsere Zielgruppe, die der Verlag ja quasi selber auf der Webseite rausgeschrieben hat. Verantwortliche. Aber auch Beauftragte in Organisationen strukturiert und strategisch für die IT-Sicherheit sorgen möchten, sowohl in Behörden als auch in, in Unternehmen. Würdest du das unterschreiben? Ähm, ja, Juristen tun sich mit dem Unterschreiben ja immer ein bisschen schwer, aber ähm, <laughs> ähm, ich, ja, ich gehe da fast mit. Ähm, aber Verantwortliche, die IT- und Informationssicherheitsbeauftragte bestellen, das ist ja quasi mhm. der Anfang dieser Zielgruppenbeschreibung, ähm, für die weiß ich nicht, ob die so ein Buch wirklich lesen müssen und würden. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nach meiner Erfahrung. Ja. Hören die irgendwann auf einer Fortbildung, pass auf, es gibt da irgendwie ein Haftungsrisiko, ihr braucht sowas wie IT-Sicherheit, Informationssicherheit, macht das mal. Ja, und dann bestellen die irgendeinen und dann delegieren die das. Die haben in der Regel lesen die sowas selber nicht. Ich glaube nicht, dass das die primäre Zielgruppe ist. Natürlich mhm. Diejenigen, die Beauftragte in dem Bereich sind oder werden sollen, klar. Jeder andere auch, der nicht die offizielle Funktion ausführt, der aber trotzdem irgendwie mit für IT-Sicherheit etc. zu tun hat und, und zuständig ist, für den ist das auf jeden Fall empfehlenswert, dieses Werk. Der, den sehe ich auch in der Zielgruppe. Und ähm, auch völlig d'accord bei Behörden und Unternehmen. Das unterscheidet jetzt nicht maßgeblich in diesen grundlegenden Dingen äh, zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen. Mhm. Ähm, Natürlich gibt es im Detail immer Unterschiede. Es gibt andere Fachverfahren, andere Systeme ja, ja. in Behörden und so weiter. Da gibt es die IT-Dienstleister, die sich um vieles kümmern äh, und weniger die internen IT-Abteilungen und 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 und. Hm. Aber von den Grundlagen her gehe ich da grundsätzlich sonst ähm, mit. Ob die Verantwortlichen da in die Zielgruppe fallen. Vielleicht sind sie gewollt in der Zielgruppe, ich glaube aber nicht, dass sie wirklich dazugehören. Ich kenne aber ja. auch keine belastbaren Zahlen dazu. Ja, ich ja heißt mal die Frage wie man jetzt hier verantwortlicher definiert es gibt ja auch durchaus also bei dem IT-Sicherheitsbeauftragten gibt es ja quasi die ähnliche Situation korrigiere mich wie bei dem Datenschutzbeauftragten das heißt der wird quasi bestellt darf aber gleichzeitig ja nicht der Leiter der IT-Abteilung sein das heißt, Sonst der Leiter einer ja. größeren IT-Abteilung in einem KMU-Unternehmen hat vielleicht 30, 40 Mitarbeiter um sich, ist damit automatisch verantwortlicher für die IT- und Informationssicherheit, vielleicht sogar Mitglied der Geschäftsleitung oder also. der Geschäftsführung. Für den würde ich quasi das noch mitnehmen. Aber klar, wenn es ein Fachfremder verantwortlicher ist, dann vermutlich eher nicht. Ja, das, die Beschreibung hier bei Zielgruppe verstehe ich so im, im datenschutzrechtlichen Kontext sozusagen. Mhm. Also Verantwortliche im Sinne von, das ist dann die Leitungsebene, die jemanden dann bestellt. Mhm. Und das sind ja auch diejenigen, die entweder ein DSB oder so ein, also einen IT-Sicherheitsbeauftragten auch bestellen, also der Geschäftsführer oder der Behördenleiter. Also nicht die einzelnen. Verantwortlichen Leiter in den Fachbereichen, also die, hm. die Unterabteilungsleiter, wie man sie dann auch immer nennt, die sicherlich nicht. Die, die sind hier, glaube ich, bei der Formulierung nicht mit gemeint. Aber hm. ähm, da möchte ich auch äh, keinem, keinem Unrecht tun. Ich weiß nicht, äh, wie, was genau da jetzt gemeint ist. Aber jedenfalls die, die Leitungsebene, so wie ich das hier verstehe, von Behörden oder Unternehmen, die werden sicherlich dieses Buch nicht zur Hand nehmen, hm. würde ich mal in meinem jugendlichen Leichtsinn so vermuten. Gut. So oder so, äh, ich glaube, man kann sagen, äh, Kauft Leute kauft. Äh, für gutes 70 Ding, Euro ja. ist es ein, ein gutes Werk, ein gutes Übersichtswerk, welches viel Wissen vermittelt zu diesem Themenkomplex. Und damit äh, soll es das dann, glaube ich, auch für heute gewesen sein. Ja, vielen Dank da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir freuen uns sehr. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gibt. Wir würden uns ebenfalls freuen. Wenn ihr diesen Kanal, diesen was auch immer hier abonniert habt, dann gibt es nämlich schon bald wieder neue Informationen von uns und ihr werdet sie nicht verpassen. In diesem Sinne macht's alle gut da draußen. Bis dann. Tschüss. Ciao.